Häufig ertappen wir uns dabei, Dinge nicht richtig anpacken zu können. Sie nochmal zu überdenken und zu glauben, wir seien nicht genug. Wir zweifeln an uns selbst. Also sollten wir lieber mit der vorgenommenen Sache aufhören. Bullshit. Das ist ein Trugschluss und erst der Anfang, um richtig loszulegen. Los geht's. Wir Menschen denken nach Mustern, Glaubenssätzen oder auch Erfahrungen. Das ist auch menschlich und größtenteils auch gut so. Aber wenn wir etwas erreichen wollen, aus uns herauswachsen wollen, müssen wir unser Denken reframen. Wir müssen also den Rahmen, in dem unsere Gedanken gefangen sind, neu aufsetzen, neu aufbauen. Wir müssen unsere Komfortzone verlassen und uns in einen Bereich bewegen, in der wir Angst haben. Ob das schmerzhaft ist? Ja. Ob das schwierig ist? Ja. Ob das aber auch notwendig ist? Auch ja. Wir müssen zunächst an unserem Mindset arbeiten, damit wir unseren Gedanken, unseren Entscheidungen und auch unseren Ängsten einen Sinn geben. Glaubenssätze sind nicht unbedingt ein Käfig, sondern vielmehr eine Hilfe, wenn wir verstehen, sie zu richtigen Werkzeugen zu modifizieren. Deswegen hier meine Empfehlungen zu einem gesunden Mindset, wie wir aus Selbstzweifel, Stärke und neue Kräfte generieren, um entschlossener zu sein, fokussierter zu sein und nicht wegen der Rückschläge zu verzweifeln. Definieren wir zunächst den Glaubenssatz, der uns hindert, uns zu entfalten. Ich bin nicht genug. Dieser Satz lautet in all unseren Köpfen unterschiedlich. Ich könnte es ja probieren, aber ich bin zu dumm, um es zu verstehen, um vielleicht eine neue Sprache zu lernen. Ich möchte gerne gesünder und fitter leben, aber ich bin zu faul, um täglich zu trainieren und es durchzuziehen. Oder ich bin zu arm oder zu ängstlich, um mich selbstständig zu machen oder vielleicht reich zu werden. Diese Stimmen in uns sind erdrückend und demotivierend, weil wir uns selbst immer mit anderen vergleichen, die eben schlauer sind, fitter sind, die es bereits können. Aber ändern wir unseren Blickwinkel und bewerten unsere Glaubenssätze anders, werden sie nicht zu Kritik an uns selber, sondern zu unserem Motor. Ich erkläre euch jetzt, warum. Erstens, wenn du es nicht ausprobierst, wirst du es nie erfahren. Du bist nicht jemand anderes. Deine Fähigkeiten und Kompetenzen sind nicht deckungsgleich mit der einer anderen Person. Willst du wissen, ob du zu dumm, zu schwach oder zu faul bist? Dann musst du es ausprobieren. Wie sonst? Das ist der einzige Weg. Wenn du eine Idee hast, wie man sonst diese Erfahrung machen kann, ob man fähig ist, etwas zu schaffen, außer es einfach auszuprobieren, schreib es gerne in die Kommentare. Zweitens, ein motivierender Satz, den du dir jeden Morgen im Spiegel selbst sagen solltest. Ich bin perfekt. Allein dein Dasein. Du als Mensch bist perfekt. Du hast alle Voraussetzungen, um alles zu schaffen, was du gerne möchtest, was du dir erträumen kannst. Motiviere dich selber und pack dich an deinem eigenen Kragen. Zieh dich raus aus dem Sumpf, in dem du steckst. Dieser Sumpf ist immer unser Kontext, in dem wir unser Versagen hineininterpretieren. Wir sind nämlich immer nicht gut genug in irgendeinem Kontext. Und das ist auch gut so. Oder kann jemand das Gegenteil behaupten und sagen, ich bin in jedem Kontext gut? Wenn du zum Beispiel weißt, dass du im Erlernen einer Sprache nicht gut genug bist, dann ist das auch gut so und genau richtig. Denn das ist der erste Schritt, um zu verstehen, worauf du dich fokussieren musst, wo deine Schwachstelle ist. Dein Selbstzweifel ist ein Finger, der auf die Wunde drückt. Und dieser drückende Schmerz quält dich in deinen Gedanken, weil erst jetzt weißt du, woran du eigentlich zu arbeiten hast. Ich weiß, ich bin nicht gut genug, eine neue Sprache zu lernen. Also kann ich dem auch nur entgegenwirken, wenn ich jetzt damit anfange, dafür etwas zu tun. Selbstzweifel ist also ein Zeichen dafür, wo du jetzt in diesem Augenblick anfangen musst anzupacken. Ich gratuliere, du hast den wunden Punkt gefunden. Drittens, Selbstzweifel ist ein Feedback und kein Bein, der dir gestellt wird. Es ist so wertvoll. Es ist ein Zeichen zu deinem versteckten Potenzial. Es auszubauen liegt jetzt an dir.
Du bewegst dich nicht mehr im Dunkeln. Du weißt jetzt durch deinen Selbstzweifel, wo du suchen musst und wo du fündig wirst. Viertens, nur weil du es beim ersten Mal nicht geschafft hast, heißt es nicht, dass du es nie schaffen wirst. Warum also nicht nochmal versuchen? Die Erwartungen an uns selbst trügen uns nämlich. Wenn ich es jetzt mache, starte, muss es sofort perfekt sein. Es muss beim ersten Mal erfolgreich sein. Also warte ich noch ein bisschen, bis ich bereit bin. Nein, du musst jetzt anfangen. Denn jeder Fehlschlag, den du sofort erfahren solltest, wird richtungsweisend sein und ein wichtiger Schritt sein und dir zeigen, woran du noch zu arbeiten hast. Unsere Fehler sind nämlich unsere effektivsten und härtesten Lehrer. Hör auf sie. Also, als Menschen sind wir alle perfekt und haben das Potenzial zu allem. Aber im jeweiligen Kontext existieren Bedingungen, die wir erfüllen müssen, denen wir gerecht werden müssen. Und das ist der springende Punkt. Wir müssen darauf achten, uns selbst reflexiv zu bewerten und es differenziert zu betrachten. Bin ich ungenügend als Mensch oder als Person in dem jeweiligen Kontext? Welche Bedingungen sind überhaupt in dem jeweiligen Kontext vorhanden? Ich muss mit diesen nämlich umgehen. Die Bedingungen, um beispielsweise eine unternehmerische Tätigkeit erfolgreich werden zu lassen, sind unter anderem eine gute Geschäftsidee, starke Partner, finanzielle Unterstützung und eine authentische Marketingstrategie und so weiter. Diese Bedingungen unterliegen ebenfalls Bedingungen. Beim erfolgreichen Marketing zum Beispiel ist es unter anderem ein guter Contentplan, das Wording, oder eine korrekte Zielgruppendefinition. Die Liste der Bedingungen ist lang. Aber die Bedingungen im jeweiligen Kontext zeigen dir, an welchen konkreten Baustellen du noch zu arbeiten hast. Das Entscheidende ist, sind wir überhaupt bereit, an den jeweiligen Baustellen zu arbeiten? Oder sehen wir nur Probleme und Herausforderungen? Irgendwann in der Vergangenheit, vielleicht in unserer Kindheit oder Jugend, haben wir angefangen, an uns selbst zu zweifeln und die Hoffnung an uns selbst zu verlieren. Nur noch die Herausforderungen und Probleme zu sehen und im Sumpf eines bestimmten Kontexts stecken zu bleiben. Du musst zu diesem Punkt zurück und dich selbst anpacken und aus diesem Sumpf rausziehen. Überleg doch mal, wir Menschen sind die einzigen Lebewesen, die überhaupt fähig sind, sich Gedanken über sich selbst zu machen, über unsere Vergangenheit, unsere Zukunft, unser soziales Umfeld und unsere Erfahrungen. Es liegt an uns, das Erfahrene aufzuarbeiten und uns selbst wieder aufzubauen. Jeder Stein, den wir auf diesem Weg legen, verhilft uns zu einem exponentiellen Wachstum. Wachstum und Verbesserung sind nämlich immer exponentiell und niemals geradlinig. Mit jedem Stein wächst der Verlauf unserer Erfolgskurve. Meine letzte Empfehlung. Wir wissen nie, wie kurz wir vor dem einen letzten Schritt stehen, um etwas vielleicht Großes zu erreichen, um den nächsten Erfolg zu erreichen. Wir stehen meistens kurz davor und merken es noch nicht einmal und geben einfach auf. Ich bin nicht genug. Ich bin zu schwach. Ich bin einfach nicht der Auserwählte für diese Sache. Wir schaufeln nach einer Wasserquelle, vielleicht jahrelang, und geben dann so ein kleines bisschen vorher auf und stehen eigentlich kurz davor, eine Oase zu schöpfen. So traurig, wenn wir selbst sehen könnten, wie kurz wir davor waren, durch die Decke zu gehen. Bewertet also euer Selbstzweifel als etwas Positives, als euren Motor zum Erfolg.